Auf geht's zum Wohnmobilstellplatz Bergen, direkt auf Rügen. Willkommen! Wir haben im September 22 haben wir 20 Euro bezahlt. Auch Wohnwagen können hier stehen für 25 Euro. Die Anlage befindet sich direkt hinter der Rezeption von der Waldbühne auf Rügen. Im vorderen Bereich können die 20 Wohnmobile auf Wiese stehen und im hinteren Bereich auf asphaltiertem Untergrund mit Rasengitter. Dafür hat auch jeder, der auf befestigtem Grund steht, einen eigenen Strandkorb. Im Übernachtungspreis von 20 Euro sind zwei Erwachsene mit enthalten. Der Strom kommt nochmal mit 5 Euro täglich dazu. Auf der rechten Seite des Gebäudes wurde die Müllentsorgung angelegt sowie die Fähr- und Entsorgung. Eine 10 Liter Gießkanne kosten hier 20 Cent. Das Sanitärgebäude wurde barrierefrei angelegt. Hier könnt ihr auch eure Wäsche waschen und trocknen und zwei Duschen findet ihr auch hier. Um in die Stadt zu kommen, müsst ihr hoch auf den Berg und ihr kommt hier an der St. Marienkirche vorbei. Das ist dieses Mal eine evangelische Kirche. In der Stadtmitte findet man hier einige historische Gebäude, hier das alte Postamt, sowie kleine Geschäfte hier im Klosterhof, die wir uns natürlich ansehen mussten. Dinge aus Beton werden hier hergestellt, als Kerzenhalter, Schmuckhalter oder egal wofür. Oder hier direkt daneben im Laden, ausgesuchte Accessoires, die man als Mitbringsel aus dem Urlaub nehmen kann. Für uns ging es dann aber erstmal weiter mit dem Fahrrad zum Ernst-Moritz-Ahn-Turm. Dies gilt als Wahrzeichen der Stadt Bergen auf Rügen. Dieser Aussichtsturm ist 27 Meter hoch, daher erstmal Treppensteigen. Der Turm wurde 1877 zum Gedenken an den Dichter Ernst-Moritz-Ahn erbaut. Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Stellplatz ihr gerne gefilmt haben möchtet, den ich präsentieren soll. Ich würde mich mal darüber freuen, auch über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo. Das ist eine Wertschätzung meiner Arbeit. Ich wünsche euch alles Gute, eure Moniko.